Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, zur nächsten Folge Tycoon City, New York. Konzert. Die Besucheranzahl steigt und steigt. Wie fahren wir denn im Park gerade drin? An Menschen. 370. Ja, wenn wir uns überlegen, wie der Park mal ausgesehen hat am Anfang, also komplett nackelig, dann ist das natürlich jetzt schon ein bombastischer Unterschied. So, die Leute bereiten sich vor. Ich weiß gar nicht, ob noch mehr kommen. Aber scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Anderthalb Stunden noch. Können wir mal kurz die Geschwindigkeit erhöhen. Gucken wir ganz kurz, wie sieht's aus. Also reichste New York auf Platz 7 immer noch. Höchste Gebäude. Das sind wir. Mit unserer D'Agostino-Zentrale. Zusammen mit der mittelgroßen Zentrale von Francis de Mille. Der große Wurzige-Apartment. Größte Zentralen, auf Platz 1 und 3. Und beste Geschäfte, 1, 2, 3, 4. Alles gehört mir. Dann haben wir noch auf 7 eins und auf 10 auch noch eins. Ja, Galerien hier und so weiter, die müssen wir uns, wie gesagt, alle mal kaufen. Aber wie viel brauche ich denn? Da gucken wir gleich. TC 24 News. Danke. Keine Ahnung, warum wir jetzt irgendwo über dem offenen Meer waren. Okay, eigentlich haben wir es geschafft. Band. Ah, da war die Band komplett auf dem Spot hier verteilt. Cool. Ja, so viel dazu. Jetzt ist die Bühne weg. Ich habe gedacht, dass sie bleibt. Na gut. Konzert beendet. Chance noch nicht. Jetzt. Das Punkrock-Konzert war ein großer Erfolg. Für ihre Leistung erhalten sie 30 Wahrzeichen anleihen. War einfach nicht loswerden können. Kann ich das blöde Dings nicht nochmal bauen? Nee, tatsächlich nicht. Okay, die D'Agostino-Zentrale wächst auf 136 Meter. Sehr gut. Damit mit Abstand auf Platz 1 aktuell. Schön. Gut, dann würde ich sagen, wir müssen... Ja, chinesische Neujahrsfest... Blablabla, geht automatisch weiter. Vielfalt 116.
Wahrzeichen haben wir noch nur 4 von 40. Ich frage mich, wo hier noch Wahrzeichen sein sollen, weil in dem Gebiet sind auch keine. Ja, das sind auch keine. Das ist der Tunnel und so weiter, ne? Da können wir einfach nur nichts drauf bauen. Ah, ich hoffe, dass diese Wahrzeichen irgendwann auch wieder funktionieren. Oder überhaupt nochmal erscheinen. Wahrscheinlich hier unten werden wir einige bauen müssen. Madison Square Garden? Oh, wie heißt denn der? Ist das der Madison Square Garden? Ne, der Madison Square Garden ist hier so ein Veranstaltungsgebäude. Wer ist denn der große Park von New York? Hudson, ne, Hudson Park, Hudson River? Boah, peinlich. Bin ich sogar schon umhergelaufen drin. Egal. Der kommt, glaube ich, jetzt somit als nächstes. Müsste eigentlich auf der Karte draufstehen, oder? Central Park, natürlich heißt das Central Park. Ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Chelsea? Ah ja, Chelsea and the Garment District kommt als nächstes. Ich erinnere mich doch wieder. Da werden wir auch aufs Wasser bauen können. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Vierteln. Oh Gott, Tribeca. So. Le Schmuck-Discount haben wir. Secondhand. Ich musste mir echt mal so eine Liste machen. Secondhandladen haben wir gar nicht? Doch. Na klar. Kommt ja nach SCH. Bekleidungsdiscount. Ich glaube, da müssen wir jetzt so langsam alles haben. Bekleidungsgeschäft haben wir gleich da drunter. Designer. Bekleidungsgeschäft. Lacoste Boutique haben wir. Preiswerte Anzüge müssten wir haben. Also schon zwei. Elegante Anzüge müssten wir haben. Schuhgeschäft haben wir, Straßenkleidung haben wir, preiswerte Damenbekleidung müssten wir haben. Elegante Damenbekleidung, das habe ich irgendwann mal alles gebaut, glaube ich, genau. Künstlerbedarf. Buchhandlung haben wir gebaut, Fotogeschäft haben wir gebaut. Comichandlung haben wir noch, doch haben wir auch. Kramladen haben wir. NBA, Zeitung, Schallplatten und Sportartikel müssen wir. Also Schallplatten haben wir definitiv, Sportartikel müssen wir auch haben. Ja. Sicherheit haben wir, Antiquitätengeschäft haben wir, kleines Kaufhaus müssen wir haben. Blumenladen haben wir, Möbelgeschäft haben wir, Alarmanlagenhandlung haben wir keine. Die haben wir uns, glaube ich, mal irgendwann aufgekauft, aber selber gebaut haben wir eh noch. Aber wirklich noch gar keine. Und hier kann ich eine hinbauen. Wo denn? Ach, da ganz hinten. Gut, bauen wir hier mal eine hin. Dann haben wir unsere erste Alarmanlagenhandlung. So ein bisschen wie die Sicherheitstechnik. Davon werde ich meinen Freunden erzählen. So, wahrscheinlich können wir hier auch eine Schnäppchenkiste. Naja, gut. Reklamemensch. Eine Banko. Ein Satelliten. Kacke. Gut, dann setzen wir zwei Bäume oben drauf. Und dann soll das reichen. Gut, na, eigentlich sind wir hier doch nochmal durchgegangen. Schlosserei. Schlosserei. Haben wir auch einen. Greenwich Village. Noch mal eine daneben. Passt die auch gleich von der. Von den. Naja. Vom Typ her. So, American Flag. Eine Bank. Oder auch zwei. Ich hoffe, das war. Na, natürlich können wir keine bauen. Sechs noch. So. Schlosserei, check. Alter, jetzt bist du hier voll in der Zentrale drin, ne?
Gut, dann sind wir hier durch. Computerspiele laden müssten wir haben. Computerspiele laden haben wir. Herrensalon, Haarsalon haben wir auch beides. Herrenhaar. Quick haben wir, Taxi haben wir, Handy haben wir, Copy Shop müssten wir haben. Internet Waschsalon haben wir auf jeden Fall. Dann D'Agostinos Gemischtwarenladen. City Feinkost müssen wir auch gebaut haben. Und einen Suppenmarkt müssen wir auch gesetzt haben. Ja. Da ist nichts. Fran, das haben wir alles. Das haben wir alles. Wobei die Weinstube, haben wir irgendwann mal eine Weinstube gebaut? Ja. Single Bar haben wir auch. Ja. Eine exklusive Bar? Haben wir auch. Den Rest haben wir. So, haben wir. Das haben wir auch alles. Ja. Die Clubs. Punkrock haben wir auf jeden Fall. Trance Club müsste hier vorne irgendwo stehen. Die Diskothek haben wir, glaube ich, noch in Greenwich Village. Genau. Club Lounge. Blues Club. Blues Club haben wir erst gebaut. Haben wir sogar drei schon. Da ist nichts. Kleines Museum. Okay. Ja, dann fehlen nur noch die Gebäude, die Fabrikgebäude. So, habe ich davon irgendwas schon gebaut? Kleines Fabrikbüro haben wir schon. Klassisches Fabrikbüro, das haben wir noch nicht. Aber da wird es auch tatsächlich jetzt langsam eng. Mittelgroßes. Oh, kriegen wir hier keins mehr auf die Ecke? Nochmal ein großes. Kriegen wir alles nicht hin. Müssen wir mal in Soho gucken. Achso, ansonsten Wohngebäude. Ach, kleines Rotziegel-Apartment. Davon müssen wir jetzt mehr haben. Oh Gott, haben wir noch nicht eins. Haben wir auch keinen Platz mehr für. Hochhaus-Apartment. Haben wir auch noch nicht. Können wir uns auch nicht leisten. Großes Rotziegel-Apartment, das haben wir schon. Großer Loft. Großer Loft müssen wir schon gebaut haben, oder? Auch nicht. Mittelgroßer Loft. Die passen aber auch. Ach, hier nochmal großer Loft. Okay, kleines. Kleines Loft-Mietshaus. Haben wir. Dann an sich Loft-Mietshaus. Haben wir. Und Art Deco-Loft haben wir auch schon. Ja, und die können wir alle nicht bauen. Was ist das hier? Hotels. So, ho, ho, ho. Gelbziegel-Apartment. Haben wir. Oder Gelbziegel-Reihenhaus. Verputztes Reihenhaus. Haben wir. Klinker-Reihenhaus. Haben wir. Kleines Luxus-Apartment. Haben wir noch nicht. Aber auch mit dem Platz jetzt langsam eng. Und normales Luxus-Apartment. So. Art Deco. Haben wir. Großer Loft. Haben wir noch nicht. Allerdings auch kein Platz. Mittelgroßer Loft. Haben wir noch nicht. Allerdings auch kein Platz. Mietsblock. Klein. Kleiner Mietsblock. Haben wir auch noch nicht. Aber da finden wir auf jeden Fall noch Orte dafür. Mietsblock an sich. Kein Platz. Standard Rotziegel-Apartment, auch kein Platz. So. Ja, hier dürften eigentlich nicht viele andere Gebäude sein. Als in Tribeca. Da haben wir alles. Haben wir alles. Da ist nix. Okay, gut. Soho sind wir dann, naja, halbwegs durch. Greenwich Village. Hier haben wir bestimmt noch mal ein paar Sachen, die wir nicht gebaut haben. Neo... irgendwas. Neoklassizistisches... ne? Genau. Buntes Neo... das habe ich irgendwann mal gemacht. Buntes Klassizist... Neoklassizist... Gelbziegel-Reihenapartment haben wir. Ziegel. Reihenhaus. Jo, verputztes Reihenhaus. Haben wir gerade gebaut. Klinker-Reihenhaus. Klinker-Reihenhaus haben wir. Ziegel-Reihenhaus haben wir. Rotziegel.
Reihenhaus. Nein. Hier haben wir sogar auch richtig Platz. Wahnsinn. Rotzige Reihenhaus, Studentenreihenhaus. Das haben wir auch noch nicht, glaube ich. Studentenwohnung. Nee, Studentenreihenhaus haben wir noch nicht. So, verputztes Art Deko-Haus. Aber auch noch nicht. Oh ja. Werden wir auch erstmal nicht haben. Mittel. Hohes irgendwas. Mittelhohes rotziges Apartment. Studentenwohnung, Studentenwohnheim, die haben wir. Großes Klinkermietshaus. Wir können uns die natürlich auch irgendwann alle kaufen. Also, ne? Werden wir auch nicht drum herum kommen. Mittelhohes Rotziegel irgendwas Apartment. Ja, großes haben wir alles nicht. Wobei, das haben wir sogar schon gebaut. Kleiner Klinker, kleines Klinkermietshaus. Haben wir sogar schon zwei Betonziegel-Mietshaus. Haben wir auch. Kleines Luxus-Apartment. Das haben wir gerade gebaut, oder? Ja. Und Hotels. Gut. Ich glaube, von den Sachen hier haben wir alles. Dann müssen wir jetzt mal hier gucken, ob wir uns ein paar Wohnungen kaufen. Mittelhohes Rotziegel-Apartment. Haben wir noch nicht. Alter. Gut, dann haben wir kein Geld mehr. Check. Großes Rotziegel-Mietshaus. Haben wir. Doch, haben wir schon. Kleines Luxus-Apartment. Das werden wir noch nicht haben. Doch, haben wir auch. Stimmt, haben wir gerade gebaut. Betonziegel-Mietshaus. Haben wir. Hohes Universitätsgebäude. Das haben wir definitiv auch noch nicht. Verputztes Art-Deko-Haus. Das haben wir auch noch nicht. 166.000. Gut, wir machen jetzt hier mal vierfache Geschwindigkeit. Und wir kaufen erstmal sämtliche Gebäude auf, die wir noch nicht besitzen. Weil neue Gebäude bauen. Klar, wir könnten jetzt hier den Bezirk weiter ausbauen. Aber das mache ich dann, wenn ich hier erstmal durch bin. Hier Universitätsgebäude und sowas müssen wir auch alles kaufen. So, verputztes Art Deko-Haus. Check. Großes Klinkermietshaus. Müssten wir schon haben. Genau. Kino haben wir. Kleines Klinkermietshaus. Das haben wir gerade gekauft. Ja, die Universität, die fehlt auf jeden Fall noch. Kleines Luxus-Apartment haben wir. Verputztes Deko-Haus haben wir. Jazzclub. Oh, ich wollte gerade sagen, kleiner Jazzclub? Sowas können wir noch gar nicht bauen, wa? Kaufen wir uns einfach mal. Cool. Ich weiß nicht, warum meine Konkurrenz das schon bauen kann. Ich kann es nicht. Wo kommt das hin? Okay, das ist das. Was ist das? Ach, hier, das ist das. Was soll das sein? Okay, das ist das hier. Das sein. Ah, das sind die Teile, okay. Dann haben wir noch 15. Oh, oh. Ich bin aufgeregt, den Schulmädchen. Als wäre alles hier extra für mich gemacht. 13. Dieser Laden könnte mir gefallen. Und noch 4. So.
Little Small Jazz Club. Dann kaufen wir uns das hohe Universitätsgebäude. Kriegen wir dafür eigentlich Geld? Naja, ein bisschen. Hohes Universitätsgebäude. Können wir auch, glaube ich, verbessern, ne? Zentrale für Kette Schönheitssalon ist nicht meins. Freiheit, blau, weiß. Machen wir weiß. Oh, wir können sogar hier an Rand welche machen. So, ach du heilige Scheiße, natürlich. Warum denn nicht noch mehr amerikanische Flaggen? Weil es kacke aussieht. So, muss reichen. Mittelhohes Reihenhaus. Rotziegel-Apartment. Mittelhohes Rotziegel-Apartment. Haben wir auch noch nicht. Nicht aufwerten. Natürlich haben wir das. Gehört uns ja sogar. So, verputztes Art Deco-Haus. Check, check. Großes Klinkermietshaus. Es tut mir echt leid, wenn ich jetzt hier ab und zu mal Sachen wieder nicht im Kopf habe. Studentenwohnheim haben wir auch, ne? Ja. Betonziegelmietshaus. Weil es sind so viele verschiedene Gebäude, die wir jetzt hier schon haben. Und besonders bei den Wohngebäuden blicke ich überhaupt nicht durch. Großes Universitätsgebäude. 270.000. Kaufen. Ist das? Kleines Universitätsgebäude. Müssen wir auch kaufen. Aber erstmal versuchen wir das hier aufzuwerten. Ja, erstmal ein paar American Flags wieder gebaut. Because we can. So, kleines Unitätsgebäude aufkaufen. Das macht sogar Geld. 66.000 hat es bis jetzt eingenommen. Blau und dann wahrscheinlich wieder Flaggen. Na? Oh, wir haben nur zwei. Dann lassen wir es in der Mitte einfach sein. Gut. Haben wir auch. Was ist das? Hohes Universitätsgebäude. Das haben wir schon, ne? Das haben wir hinten gekauft. Was ist das? Tonziegel Mietshaus. Das hier haben wir auch noch nicht gekauft. Universitätsbücherei. Die ist aber bestimmt teuer, oder? Die können wir auch gar nicht kaufen. Oh, okay. Großes Fabrikbüro. Das haben wir auch noch nicht. Wobei, können wir hier auch die Büros, die Fabriken bauen? Ah, schön. Hier können wir auch die ganzen Fabriken bauen. Das macht es ja doch deutlich einfacher. Dann machen wir hier nämlich irgendwo ein kleines Fabrikbüro, aber ein klassisches haben wir noch nicht. Dann machen wir uns einfach mal hier hinten so eine kleine Ecke, wo die ganzen Büros und so weiter oder Fabriken hinkommen. Hier hin eins klassisches Fabrikbüro, daneben gleich ein neues Wohnhaus. Achso, kann man gar nicht aufwerten. Okay. Ja, gut, dann werden wir in der nächsten Folge hier weitermachen und noch die restlichen Gebäude bauen. Wir sind aktuell bei 122 von 202. Das mit dem Wahrzeichen, also frag mich, wann die kommen. Gut, Viertel haben wir 5 von 13, also da müssen wir, naja, auch noch ein bisschen was machen. Chancen sind wir so knapp bei 50%. Wenn wir Februar haben, dann haben wir definitiv genau 50%. Ja, ansonsten Geld sammeln, Gebäude bauen, die wir noch nicht haben für die Vielfalt. Und dann soll das passen. Mittelgroßes Fabrikbüro haben wir auch noch nicht. Müssten wir jetzt bei 123 sein. Dann bauen wir noch das große Fabrikbüro, meiner Meinung nach. Und dann haben wir auch diese Spalte hier durch. Und dann müssen wir mal gucken, was noch so übrig ist. Machen wir aber alles morgen. Bis dahin, haut rein. Ciao, tschüss, auf Wiedersehen.